Moin allerseits, ich bin Sven von automobilist.net und ja, jetzt gibt es mal eine etwas andere Buschkopftour und zwar direkt aus Schweden. Wir haben jetzt nach etwa 20 Stunden Anreise haben einen Platz gefunden, wo wir erstmal heute bleiben werden. Wahrscheinlich werden wir heute erstmal noch im Bus, mit dem wir unterwegs sind, übernachten und dann morgen früh direkt mit dem Kanu ins Wasser gehen und dann peilen wir eine Insel an, wo wir dann weiter schauen, wo wir uns ein schönes Lager aufbauen. Das ist ein Zauberkasten. Das glaube ich. Also heute leben wir auf jeden Fall noch in Luxus. Ein Tag in Luxus und danach wird es entbehrlich. Ja, das würde nicht mal ich einpacken wie in den Rucksack. Mal schauen, ob es heute stabil bleibt. Da sieht das fast so aus, als wenn man was rüberzieht. Da sieht man, wie schnell und wechselhaft das Wetter hier ist. Hinten kommt es zwar schon wieder blau rüber, hat jetzt aber trotzdem mal kurz ein Vordach gebaut, damit wir gleich in Ruhe zumindest mal was essen können und so ein Käffchen trinken. Falls ihr euch übrigens wundert, mit wem ich da unterwegs bin, ich bin mit Markus von Waldkauz bzw. Steinkauz unterwegs, der hier einen Imagefilm dreht und mich gefragt hat, ob ich Lust habe mitzukommen und ob wir hier beide zusammen etwas draußen was drehen wollen. Und genau das machen wir gerade und es fängt schon mal gut an. Also der große Vorteil daran, dass wir den Bus noch hier haben und noch nicht mit dem Kanu heute los sind, den seht ihr genau hier. Und wahrscheinlich wird jetzt kein Regen mehr runterkommen, aber wir haben es auf jeden Fall gemütlich. Ja, und innerhalb kürzester Zeit alles wieder vorbeigezogen, der See ist ruhig, so als wenn nie was passiert wäre. Wir werden morgen von hier, dann hier zwischen diesen beiden Halbinseln durch und dann nochmal so einen ganzen Bogen hinten rum machen, um auf so eine kleine Insel zu kommen. Und da werden wir mal gucken, dass wir da einen schönen Punkt zum Anlegen finden und uns da dann unser erstes Lager aufbauen. Das ist zwar nicht meine Übernachtung für diese Nacht, aber das will ich euch mal gezeigt haben, weil es echt saupraktisch ist. Hier hat man wirklich einen guten Platz drin. Ich hau mich jetzt hin. Wie gesagt, ich bin unten im Bus. Morgen geht's dann los mit dem Kanu. Dafür war es heute einfach schon zu spät gewesen. Und wir haben jetzt um die -1, -2 Grad. Und ich schlafe im Pits, also im Ansitzsack wieder. Ich habe meine Bedroll darunter. Brauche ich hier nicht aufbauen. Und ja, mal gucken, wie die Nacht so wird. Bis morgen. Trotz Bus war die erste Nacht echt arschkalt. Wir haben nachher -3 Grad gehabt. Und das hat man schon ganz gut gemerkt. Vor allem, wenn man uns von zu Hause einfach das noch nicht gewohnt ist. Das ist beim kurz, ja gut, 13 Grad weniger als die letzten Nächte.
Ging aber trotzdem soweit ganz gut. Aber ich bin jetzt froh, wieder in die Gänge zu kommen, gleich ein Käffchen zu trinken und dann zu starten. Auf jeden Fall ein toller Platz zum Aufwachen. Das Alley ist aufgebaut. Wir packen jetzt so ein bisschen unsere Sachen zusammen. Dann werden wir das Alley beladen und dann geht's ab auf den See. Das Wetter, schönes Wetter vorausgesagt hat, ist es nicht ganz so schön geworden. Aber der Wind nimmt auf jeden Fall gut zu. Das wird nicht weniger. Aber schockt dich nicht. Nö, wir haben auf jeden Fall unser Lager für heute Nacht. So, nicht schön, aber selten. Jetzt haben wir zumindest so eine kleine Gabel. Die haben wir nicht vergessen mitzunehmen. Ich versuche mal in den Windpausen zu sprechen. Auch wenn es noch 10 Grad sind, fühlt sich es einfach deutlich kälter an. Der Wind pfeift hier ganz gut rauf durch. Fisch gefangen habe ich leider nicht, aber so konnte ich mal so ein paar Erfahrungen sammeln mit der Angel. Der Angelschein noch recht frisch. Und ja, vielleicht morgen. Dann gibt es noch mal schön Fisch über einem Lagerfeuer. Es besteht die Chance, dass es ein bisschen aufklart und vor allem nicht mehr ganz so windig ist. Jetzt bleiben wir erstmal auf der Insel natürlich. Das wäre sehr ungemütlich, jetzt nochmal mit dem Kanu abzulegen und irgendwo anders hinzufahren. Dafür ist es einfach echt arg windig. Aber
Aber hier ist ein schöner Platz. Wir haben hier auch eine Hütte, hat man eben ja schon gesehen. Und da werde ich meine Bedroll reinrollen, um einfach dem Wind so ein bisschen noch weiter zu entgehen. Und einfach noch ein bisschen mehr Kälteschutz zu haben. Gestern Nacht sind es -2 bzw. -3 Grad waren es dann tief in der Nacht. So kalt wird es heute wohl nicht werden. Aber dafür haben wir halt ja, deutlich mehr Wind als gestern. Kleiner Tipp für die Schuhe in der Nacht, einfach die Schnürsenkel schön um die Zunge wickeln. Einfach hier durch. Wenn man nachts austreten muss oder schnell in die Schuhe rein, sind die nicht im Weg. Und man kann auch mit dickeren Socken einfach schnell hier reinschlüpfen und mit den Schuhen laufen, ohne dass man sie gleich ganz dicht binden muss. Wir werden uns jetzt hinlegen. Ich habe meine Bedroll hier in die Hütte, kann man ein bisschen sehen, gelegt. So ist man noch ein bisschen mehr von dem Wind geschützt. Wir haben noch mal einen Tarp gespannt, um eine Seite von der Hütte ein bisschen mehr abzuschotten, weil es doch immer noch ganz gut hier herum weht. Aber mal schauen, wie es morgen ist. Ich habe mich gestern Nacht noch umentschlossen und bin aus der Hütte raus. Das war mir einfach so ein bisschen, ja, ich wollte einfach ein bisschen mehr in der frischen Luft sein. Und habe mein Lager hier draußen nochmal aufgeschlagen, habe hier eine richtig schöne Aussicht. So kann man den Tag doch gut starten. Mal schauen, was heute noch so ansteht. Wir haben noch so einige Aufnahmen vor. Aber die Kulisse ist einfach fantastisch. Nicht wundern, dass ich bei dieser Aufnahme nicht ganz so viel rede wie sonst. Aber ich möchte euch trotzdem ganz gerne mitnehmen und euch zeigen, wo ich hier unterwegs bin. Wir sind heute immer noch am gleichen Platz. Wir waren eben noch mit dem Kanu draußen. Ja, jetzt sind wir zurück wieder auf die kleine Insel, auf der wir unser Camp aufgebaut haben. Suchen so ein bisschen Kienspan. Vielleicht gucken wir noch mal, ob wir ein paar Pilze finden nachher und was wir so an Feuerholz insgesamt zusammentragen können, um nachher so ein kleines Feuerchen zu machen. Und vielleicht haben wir Glück, dass wir auch noch einen Fisch angeln und uns den nachher am Feuerchen zubereiten. Das wäre natürlich ganz schön. Nicht wundern, dass ich diesmal nicht so viel rede, habe ich glaube ich schon gesagt. Dadurch, dass ich für Markus einfach auch viele Aufnahmen mache, also er macht die Aufnahmen und ich trete in Aktion, komme ich halt nicht so oft dazu, für mich selber auch nochmal zu filmen. Und ja, schön auf jeden Fall, dass ihr mit dabei seid. Und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie ich. Freier gelegt. Das hier ist leider schon arg vermodert, da ist Nässe reingekommen. Aber drumherum konnte ich ganz gut was. Die ganze Rinde war richtig tief verharzt,
Das heißt, die ganze äußere Schicht ist gut. Und hier sind auch richtig schöne, schöne dunkle Stücken Kienspan bei. Also, ja, und wie gesagt, das hier ist nachher super, auch mit reinzuwerfen. Man könnte sich das hier auch jetzt mit Messer runterholen und einfach so als Zunder aufbewahren, dass man einfach so ein bisschen den Harz aufbewahrt. Auch das kann man gut machen, oder man kann das als Scheit mit da reinwerfen, um das Gesamtfeuer so ein bisschen mehr anzufeuern. Hier ist jetzt nicht mehr ganz so viel zu holen. Ich hole hier noch so ein paar Kleinigkeiten runter, die noch nicht ganz so durchgemodert und nass sind. Und dann gucke ich, ob ich hier noch so ein bisschen was runterhole. Das hier wirkt noch ein bisschen stabiler, aber na, nee, so sehr auch nicht. Aber mal schauen, so oder so, das reicht schon. Auch nochmal so zum Zeigen, das sieht überhaupt nicht nach Kienspan aus, weil es so ja ganz minimal diese Rötung hat. Aber wenn man dran riecht und vor allem man merkt es, also es klebt richtig in der Hand und der Geruch ist einfach sehr eindeutig, auch wenn es jetzt noch sehr, sehr hell ist, immer mal von der Nase den Weg leiten lassen. Und wenn ihr sowas hier seht, das hier so schön ausgehöhlt, dieses hier, wenn ihr das richtig gut trocknen lasst, nennt sich das, also ich kenne nur die englische Bezeichnung Punkwood, und das wird so spröde trocken, dass man hier mit einem Schlageisen einen Funken fangen kann. Wenn man halt keine verkohlte Kleidung haben will, die Charcloth, dann kann man das auch mit sowas machen. Da werde ich mir gleich auch so ein ganzes Stückchen mitnehmen, beziehungsweise ja, so einige von den Brocken hier. Jetzt gucken, ob ich zu viel Feuchtigkeit habe, aber das lasse ich schön zu Hause trocknen. Dann habe ich nämlich für mein Schlageisen so ein bisschen richtig guten Zunder. Sollte übrigens gerade auf mehrtägigen Trips auch die Hygiene nicht vernachlässigen. Was man super machen kann, weil Spüli und Co. nichts im Fluss, im See, wo auch immer zu suchen haben, zum Zähneputzen. Und abgesehen von dieser schönen Bambuszahnbürste, die schon so ein bisschen gelitten hat. Man kann zum Zähneputzen super Teebaumöl nehmen. Einfach nur so ein bisschen drauf träufeln, gibt mal so ein bisschen frischen Geschmack im Mund, hilft so ein bisschen beim Saubermachen. Gehört natürlich auch nicht unbedingt in den See, ist aber immer noch besser als irgendeine Zahnpasta, Spüli oder dergleichen. Ich werde mir jetzt noch mal die Angel schnappen und schauen, ob wir heute vielleicht ein bisschen mehr Glück haben. Leider nichts gefangen. Ich schau mal, ob Markus erfolgreicher war und ob heute was Frisches auf den Tisch kommt. Mal schauen. Dass ich bei Lapskaus draußen irgendwo in Schweden esse, hätte ich auch nicht erwartet. Diese Variante von Lapskaus kann man super gut auch draußen machen. Einfach Püree, kann man auch das fertig nehmen natürlich, und dann einfach Corned Beef anbraten oben drauf. Und dann werde ich es jetzt gleich richtig schön vermengen. Das sieht zwar aus wie frisch erbrochenes, schmeckt aber richtig, richtig lecker. Ich sag ja, sieht nicht lecker aus, aber schmeckt. Langsam neigt sich der Tag auch schon wieder dem Ende. Leider noch immer ohne Fisch. Aber mal gucken.
So, wenn ihr ein Feuer macht, dann seht zu, dass alles, was ihr braucht, immer in der Nähe ist. Dass ihr gar nicht erst groß hantieren müsst, sobald die Flamme da ist, sondern dass ihr gleich anfangen könnt, das Feuer zu nutzen. Sprich, ganz feine Sachen hier, wenn die erste kleine Flamme da ist, dass man es direkt rauflegen kann und das Feuer gleich füttern. Habt aber auch ein Stückchen zum Nachfüllen, da vorne ist noch mehr, um das Feuer gleich hin so weiter zu füttern und entsprechend größere Stücken, um dann weiterzumachen. Wenn ihr Birkenrinde nutzt, ist wirklich die oberste Schicht, diese, seht ihr diese kleinen Fasern hier, das ist das, was ihr haben wollt. Die wollt ihr hier so hier oben ran machen. Einfach nur ganz sachte abschaben. Passt auf eure Finger auf. Das ist ein bisschen Übungssache. Ganz sachte runterschaben das Ganze. Den Rest nicht weit wegpacken, sondern auch in die erste Flamme, damit es gut Feuer fängt. Wenn ihr hier so ganz verharzte Stücken habt, auch die könnt ihr schön in das erste Nest packen. Hat leider noch immer kein Fisch angebissen. Wir werden es aber jetzt ein paar Mal probieren. Sonst machen wir uns gleich was aus der Kiste zu essen. Wir haben genügend dabei, also das ist kein Problem. Ja, und dann geht es auch bald wieder in die Koje. Morgen wird das Kanu wieder voll beladen. Und dann peilen wir einen anderen Platz ein und verlassen die Insel hier wieder. Und dann mal schauen, wo wir morgen landen. So, aber trotz der schönen Aussicht freue ich mich jetzt auf ein Käffchen.
Die Sonne hat nur kurz vorbeigeschaut. Es ist jetzt ordentlich nebelig. Markus ist noch mal raus und holt uns hoffentlich einen Fisch. Das wäre noch mal ganz schön. Und ja, das ist ein letzter Versuch von der Insel hier, weil wir uns nachher auf dem Weg weitermachen. Der Nebel hat so richtig gut wieder Besitz von der ganzen Umgebung und Szenerie ergriffen. Also es tat nicht wundern, ich war einfach nur zu faul, das wieder abzunehmen. Gebraucht hätte ich es nicht, hat nicht geregnet und mit der Bedrohung sowieso nicht. Deswegen hängt das da so ein bisschen auf 7:30. Hier geht es ins kleine Wäldchen rein, wo der Nebel auch gut durchzieht. Ich habe die Vorglühkralle noch nie gebraucht, aber um das Ganze zu erhöhen, ist das nicht unpraktisch. Lass den Morgen so ein bisschen starten. Kaffee gibt's später. Und im Übrigen kann die ganzen, die Spiritus im Winter oder wenn es kühler ist, überhaupt nicht empfehlen und sagen, er funktioniert nicht. Aber ich finde, man hat ganz gut gesehen, ein Streichholz, einmal kurz ranhalten, und hat funktioniert. Die Spiritus lag die ganze Zeit draußen und wir haben, Sekunde, so, und wir haben jetzt 2 Grad. Natürlich bei Minustemperaturen funktioniert er schlechter, ganz klar. Aber auch da ist es letztendlich so, dass man mit dem Streichholz, wenn man so ein bisschen über der Oberfläche bleibt, diese genug erwärmt, um das Ganze in Gang zu bekommen. Natürlich ist Spiritus jetzt nicht der effizienteste Kocher und man kriegt damit nicht super, super schnell seinen Kaffee, sondern es braucht halt einen kleinen Tuck länger. Aber ich will hier kein Wettkochen machen oder wer zuerst seinen Kaffee fertig, sondern ich will gemütlich mein Käffchen, Tee oder was auch immer aufsetzen. Und auch Kochen funktioniert damit hervorragend. Also wer eine Minute länger hat oder auch 5 Minuten länger, wenn es kalt ist, ja, dafür ist er halt einfach schön geräuschlos und unverwüstlich und funktioniert einfach. Mittlerweile ist draußen echt nur noch eine dicke, nebelige Suppe. Das Elli ist wieder bepackt, da ist alles drin und wir machen uns jetzt gleich auf den Weg. Heute ist das Wasser ziemlich, ziemlich ruhig, das ist echt sehr angenehm. Sonnig ist es mittlerweile auch, der Nebel hat sich auch verzogen, also wirklich perfektes Wetter, richtig schön. Gestern erst relativ spät angekommen. Da haben wir das so. Da haben wir auch gar nicht mehr so viel gemacht. Wir haben noch Pilze gesucht, aber nichts gefunden, was man noch gut essen könnte. Und haben uns dann was anderes zu essen gemacht und dann war es auch schon zu dunkel zum Filmen. Es war eine asig kalte Nacht. Ich nehme an, es war irgendwie sowas -2 bis -4 Grad, irgendwas in dem Dreh. Jetzt so langsam in die Gänge gekommen, frühstücken. Und dann fahren wir auch so langsam Richtung Göteborg. Denn heute geht schon wieder zurück. Und ja, dann geht's mit der Fähre 15 Stunden zurück nach Kiel und dann ist der Trip auch leider schon wieder vorbei. Wenn sich keine andere Aufnahme mehr anbietet, dann möchte ich mich mit diesem Bild von euch verabschieden. Schön, dass ihr dabei gewesen seid und bis zum nächsten Mal.